Ja, mein Name ist Matthias Brauner. Ich bin jetzt seit 11 Jahren im Berliner Abgeordnetenhaus. Das erste Mal war ich 1999 Mitglied hier im Berliner Abgeordnetenhaus, eine Zeit lang nicht und seit 2006 wieder durchgehend. Derzeit bin ich Bau- und Wohnungspolitischer Sprecher und kümmere mich auch als Arbeitskreisleiter um alles das, was hier in der Stadt errichtet, sich bewegt, fließt oder auch unter der Erde geschieht. Das sind die Themen, die ich hier im Berliner Abgeordnetenhaus bewältigen darf. Politisch beheimatet bin ich in Spandau, darf dort die Bürger im Bereich Siemensstadt, Hasenhorst und der Wilhelmstadt hier im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten. Ich bin 41 Jahre alt und bin zwar nicht gebürtiger Berliner, gehöre also auch zu denen, die zugereist sind. Das habe ich aber schon vor einigen Jahren getan. Seit 1991 bin ich hier in der Stadt, habe hier mein Abitur gemacht, studiert, quasi voll aufgewachsen in Berlin und habe natürlich seit 1991 ganz, ganz viele Veränderungen in unserer schönen Stadt erleben dürfen. Das Berliner Parlament ist ein Feierabendparlament oder Freizeitparlament, je nachdem, wie man das beschreiben möchte. Das heißt, die Abgeordneten hier gehen üblicherweise auch noch einer normalen Tätigkeit nach. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und bin seit meinem Studium in Banken beschäftigt gewesen, erst bei der Sparkasse und bin jetzt bei einer Bank im Volksbankenverbund und kümmere mich dort um das Thema Finanzierung.